Der noch nie einen Reifen gewechselt hat. Wo machen wir den drauf jetzt hier? Anscheinend muss man hier drehen. Ja, um den. Bin ich doof oder ist das so richtig? Andersrum? Wie andersrum? Andersrum, ist nur so rum. Das kommt hier oben hier in. Ja, das meine ich doch, aber die Grundtechnik ist richtig. Die Grundtechnik ist total richtig. Also, Protest. Protest wegen der Klötze. Offizieller Protest wegen der Klötze. Es lag weniger an Janni als an mir. Wir haben komplett versagt. Ich fürchte, das ist eine Platzierung, an die wir uns gewöhnen müssen im Laufe der nächsten Tage. Platz 5. Wobei wir jetzt schon direkt den ersten Protest einlegen müssen, da sind wir uns einig, Janni? Ja, total, weil das war nämlich verklemmt hinten und ich habe so dagegen getreten und es ging einfach nicht weg, weil das unmöglich war, das noch höher zu kriegen. Ne? Ja, also Klötze verklemmt, das ist für mich natürlich der erste Skandal hier bei der Fulda Challenge 2014. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass das ein bisschen was von bewusster Manipulation ist und wir werden das mit einem intensiven Auge weiter verfolgen, weil dass wir die anderen Schulschwänzer normalerweise geschlagen hätten, ich schwitze wie ein Iltis. Ist mal glasklar. Janni, es kann nur besser werden. Ja, es kann nur besser werden. Ich meine, wir haben beide noch nie einen Reifen gewechselt in unserem ganzen Leben und die anderen echt klangen schon voll, als hätten sie Ahnung davon. Also, ja. Das kannst du doch nicht verraten. Das darfst du sagen. Aber jetzt wissen alle, dass ich noch nie einen Reifen gewechselt habe. Ach so, entschuldige. Aber es ist ja besser so, oder nicht? Ja, also wenn man das gesehen hat, ist es die einzige Entschuldigung, die zählt.